Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute hier auf dem Kanal. Es geht natürlich um die legendären Waffen, die neuen, die erst angekündigt wurden und gleichzeitig das neue Legendary Crafting, also das neue Herstellen von legendären Waffen. Das wurde ja schon letzte Woche geteasert. Ich habe mir natürlich auch den Blogpost angeschaut und möchte da jetzt mit euch ein bisschen drüber sprechen. Das heißt, ich habe euch die wichtigsten Infos rausgefiltert, denn der Blogpost war ein ganz schönes Durcheinander von, ja, wir argumentieren jetzt mal, warum wir die Änderung durchführen und also auf der einen Seite das und auf der anderen Seite die Änderungen, die wir haben, sind voll cool und ihr werdet sehen, das bringt alles was und der Anfang macht dann natürlich wieder dieser Punkt, dass wir die Precursor der neuen Legendaries nicht mehr finden können. Die werden also durch diese Mastery-Pfade freigeschaltet. Gleichzeitig bekommen wir natürlich auch für die Alten diese Mastery-Pfade, aber die Alten können wiederum immer noch fallen. Das ist also ganz wichtig. Können also als Drop bekommen werden, die neuen wiederum nicht. Das heißt, da muss man sich schon mal drauf einstellen, dass Masteries auf jeden Fall jetzt ein wichtiger Bestandteil werden, gerade wenn man das alles craften möchte. Und dann ging es weiter im Blogpost mit den verschiedenen Gaben, die wir brauchen. Gabe Nummer 1 war dann die Gabe von Maguma. Die wechselt ein bisschen so diese Gabe ab, die wir schon kennen, mit der Kartenkomplettierung. Das heißt, Karte auf 100% bringen für die Legendaries, damit man diese Gaben kriegt. Und bei der Gabe von Maguma geht es also darum, dass wir alle neuen Karten abschließen müssen. Das heißt, alle Karten aus Heart of Thorns, dass wir Mats brauchen aus diesen neuen Karten und dass wir alle Masteries abschließen. Das heißt, alle Beherrschungen abschließen, die es so gibt. Das wird also erstmal eine ziemlich lange Aufgabe. Gibt es sicher auch dann wieder so ein paar Prognosen, was denn so die kürzeste Zeit ist, die man eigentlich braucht, wenn man so und so viele Erfahrungspunkte am Tag macht. Und ja, weiter ging es dann mit dem mystischen Tribut. So heißt dann der nächste Teil des legendären Craftings. Hier ist es so, dass wir wieder Trophäen brauchen, alte, neue Trophäen, also wieder ganz normal Tier 6 Mats etc. Die ganzen Sachen, die wir also sonst so brauchen, vermutlich auch einfach Magnetsteine. Und hier ist es so, dass hier angesprochen wurde, dass die Trophäen ja als neu verdient werden können durch diese Kartenbelohnung. Das habe ich ja mal in einem Video erwähnt, die ja nach wie vor ein bisschen undurchsichtig war. Das ist hoffentlich zum Release ein bisschen besser. Und hier haben sie ganz klar angemerkt, dass durch das gezielte Farmen praktisch mehr Ware auf den Markt kommt, aber dafür eben auch mehr Nachfrage da sein muss, um das wieder auszugleichen. Ich gehe also davon aus, dass sie damit meinen, dass sie auf jeden Fall einen höheren Pool an Mats verlangen oder zumindest mehr, also eine höhere Anzahl an bestimmten Mats für dieses Crafting. Und da muss man mal schauen, wie sie es dann am Ende wirklich ausleben. Denn, was ich sagen muss, was sie sehr gut gemacht haben, sie haben kein Material direkt angesprochen in dem Blogpost. Das waren ja zwei in der Zahl. Der zweite kommt dann entweder morgen oder übermorgen. Muss ich mal schauen, wann ich den hochlade. So dass also keiner direkt Angsteinkäufe oder Angstverkäufe machen konnte. Sie haben dieses Mal also ganz gut agiert und haben uns da nicht gleich geteasert. Das war ganz cool. Was wir aber da auf jeden Fall wissen ist, auch wenn es neue Mats gibt, dass wir auf jeden Fall wieder eisige Runensteine brauchen. Das heißt, wer jetzt gerade das Gold locker hat und genau weiß, dass er eine der drei neuen Legendary Waffen auf jeden Fall kaufen möchte, dazu ja später gleich oder gleich mehr, wie die genau heißen, wie die aussehen, der sollte auf jeden Fall schon mal die Runensteine kaufen, denn da kann man nichts falsch machen, die braucht ihr so oder so, ne? Das ist also nichts, wo man falsch liegen kann. Dann ganz wichtig war noch, dass es im World vs. World, also jetzt auch eine neue Gabe gibt, und zwar die Schlachtengabe durch die Erinnerungen der Schlacht. Das ist eine neue Währung, die wir also im World vs. World verdienen. Dabei ist jetzt aus dem Blogpost nicht ganz rausgekommen, ob das jetzt einfach die normalen Marken ersetzt, weil das klang auf jeden Fall so, als wäre das nicht der Fall, sondern dass wir die vielleicht auch so nebenbei bekommen. Das muss man mal schauen, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird. Vielleicht bekommen wir aber auch noch die Woche so einen kleinen Stream auf Twitch dazu, wer weiß das schon. Und das zweite war dann noch, dass wir in der PvP, dass wir eben auch eine PvP-Gabe brauchen, die Gabe des Ruhms, und das haben wir ja schon letzte Woche gehabt. Dementsprechend wird es die Scherben des Ruhms geben für diesen PvP, für diese PvP-Gabe, die wir also immer zweimal pro Belohnungsfahrt kriegen und entsprechend auch handeln können. Das könnt ihr euch also auch einkaufen, wenn ihr überhaupt kein PvP spielt. Da könnt ihr einfach wieder den umgekehrten Weg gehen, euch Geld erfarmen, um die dann zu kaufen. Ja, soviel dann eigentlich zu den grundlegenden Gaben, wurde dann eigentlich sonst nichts mehr gesagt. Wichtig war dann noch, dass sie gesagt haben, dass so der letzte Teil von dem Legendary Crafting sieht dann so aus, dass wir ja eigentlich auf dem Weg zum Precursor drei verschiedene Sammlungen haben. Die erste ist relativ leicht, dann kommt eine zweite, eine dritte. Und das ist dann das Precursor Crafting und dann soll es jetzt noch eine
eine vierte Sammlung geben, die darauf aufbaut, die dann praktisch so das letzte Stück ist beim Legendary Crafting, wenn man alle Gaben hat und die alleine so lange dauern soll, wie alle drei Sammlungen der Precursor-Jagd. Ja, da muss man also mal schauen, wie lange das dann wirklich dauert, was wir alles dazu brauchen. Ich hoffe mal, dass sie nicht sowas reinhauen, wie dass ihr zum Beispiel die Raids immer wieder abschließen müsst, um da irgendwelche Gaben zu erspielen, weil das wäre gerade für normal spielende Leute, die vielleicht keine große Gilde haben, deshalb keine Raids schaffen, richtig, richtig beschissen, auf Deutsch gesagt. Und da hoffe mal, dass das nicht der Fall ist. Ja, und da haben wir natürlich noch die drei Waffen, die vorgestellt wurden. Da finde ich vor allem den Stab sehr berauschend. Den kennen vielleicht auch noch einige von euch von damals, von der Beta, der Rand der Nebel. Da wurde ja schon so ein Chatcode geleakt. Das war genau dieser Skin. Da wussten alle schon, das Ding kommt bestimmt irgendwann rein. Und siehe da, es ist wirklich eine legendäre Waffe. Also wir haben den Stab. Der Stab heißt Nimmermehr. Und sieht eigentlich ganz cool aus, hat diesen coolen Rabeneffekt, hat also auch diesen leuchtenden Raben, wenn man ihn dann aktiviert. Dann haben wir die Pistole Hoffnung, die sieht ein bisschen nach Steampunk aus, aber auch ein bisschen sehr laserlastig. Also da muss man mal schauen, wie die dann auch schießt, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht ganz so gut. Und wir haben die Axt Astralaria, war glaube ich der Name. Und die Axt ist wirklich richtig shiny, wie man so schön sagt, auf ArenaNet. Auf Tyria Deutsch. Und man sieht auf jeden Fall hier auch ganz cool bei den Waffen, dass wir bei gerade bei der Axt und der Pistole so eine Art Armeffekt haben. Das heißt, wir haben ja so eine Art Aura, die sich auch auf die Arme legt. Das könnte also richtig cool aussehen, wenn wir dann zweimal die Waffe benutzen als Skin. Bin ich auch mal gespannt, weil wir das zum ersten Mal sehen werden. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon zu diesem Blogpost. Was eben noch ganz wichtig ist, dass wir auf jeden Fall erfahren haben, dass es insgesamt 16 neue Legendaries geben wird. Drei kommen also mit diesen drei Waffen gleich nach Release des Spiels rein. Da aber auch die Einschränkung, dass die nicht direkt zu Release reinkommen, also nicht am 23. Oktober, sondern ein bisschen verzögert. Und auch die kommenden Waffen, also bis wir die 16 neuen Waffen haben, sollen dann immer in so kleinen Paketen kommen. Ich gehe davon aus, dass sie einen einfach bei diesem Dreier-Thema bleiben, vielleicht aber auch dann Vierer draußen machen, wir müssen ja irgendwie dann auf die 16 kommen. Warum sie das Stück für Stück machen, liegt sicher einfach daran, dass die Designer ein bisschen mehr Zeit brauchen, um die Waffen noch zu designen. Sie haben ja auch in dem Blogpost immer wieder betont, wie wahnsinnig anstrengend das war, alles so zu machen. Was auf jeden Fall erstaunlich ist, ist, dass sie es geschafft haben, scheinbar auch die Sammlungen für diese alten Precursor so einzupflegen, dass es gut passt. Das wurde auch nochmal ganz oft betont, dass das eben so die Hauptaufgabe war für die Programmierer, eben diese bestehende Welt mit den Precursoren zu verknüpfen und gleichzeitig auch mit der neuen Welt, mit Heart of Thrones. Ja. Und alles in allem bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesen Neuigkeiten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie, obwohl sie uns diese Möglichkeit geben, der Mats-Farm gleich wieder ins Bein schießen, indem sie sagen, dafür braucht ihr dann aber mehr Mats. Also das ein bisschen ausgleichen wollen. Ich finde, da die Wirtschaft eh schon richtig zerstört ist für neuere Spieler, sollte das doch eigentlich nicht der Fall sein, dass ich dann vielleicht wirklich doppelt so viel farmen muss, wie es jetzt schon der Fall ist. Da muss man mal schauen, wie sich das am Ende dann niederschlägt, wobei man nämlich auch sagen muss, dass wir gezielt Mats farmen gar nicht unbedingt können, denn es gibt ja, das habe ich euch ja schon mal erklärt, bei den Kartenbelohnungen so eine Art Tabelle, nach der wir gehen, das heißt, wir bekommen immer die nächste Belohnung erst, wir können also nicht sagen, okay gut, ich will jetzt Königintal farmen, was ohnehin nicht geht, aber angenommen es ginge und will einfach jedes Mal Magnetsterne kriegen, das geht eben nicht, ihr müsst also immer wieder die Rotation durchgehen, Belohnung nach Belohnung nach Belohnung. Wie schnell das dann alles vonstatten geht, wie sich dann die Routen entwickeln zum Farmen, das wird sich alles zeigen. Generell aber ein schöner Blogpost, sehr, sehr viel, wie sagt man es auf Deutsch, also Insight auf jeden Fall, sehr viel Einblick in die Arbeit von ArenaNet, sehr schöne Sache. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das Video guckt und wir sehen uns beim nächsten Mal.